Hallo, moin moin, hier ist Dirk von Pixelfehler Hamburg. Heute zeige ich euch die Reparatur für das Klimabedienteil eines Saab. Saab 9593 ACC. Klassischer Fehler, Pixelfehler. Und wir tauschen hier das Display komplett aus. Ich zeige euch mal, wie es im Moment aussieht. So, dauert immer kurz, bis es angeht. So, wie man sieht. Man sieht fast nichts. Ich kann hier nochmal die Temperatur ein bisschen erhöhen. Ich gucke mal mit drauf. Naja, eigentlich muss man sagen, hier ist so gut wie nichts mehr zu sehen. Also das, da muss definitiv Neues rein. Jetzt zeige ich euch, wie es geht. So, wir lösen die Schrauben. Torx 8. Dann wechseln wir auf Torx 6. So, das waren die vier Schrauben. Hier hebele ich das leicht auf. Geht eigentlich relativ simpel auseinander. Ja, so, da haben wir es schon. Hier haben wir jetzt einen Stecker. Hier ist er gesteckt. Den lösen wir jetzt. Vorsichtig ziehen. Den Deckel legen wir an die Seite. So, hier wieder unser Torx 6. Jetzt haben wir diese Schrauben hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben. Die werden gelöst. So, jetzt ist das, diese Platine hier noch leicht geklippt. Hier an diesen Stellen kann man es leicht sehen. Da, da, an diesen vier Stellen ein bisschen dahinter hebeln. Hier auch, dann kommt die Platine schon hoch. Hier machen wir das Gleiche. Jetzt drehen wir es um, die Platine ist jetzt schon locker. Halten die Hand runter und drücken hier von oben leicht gegen das Display. So, jetzt kommt, jetzt nehmen wir alles zusammen raus. Den Deckel nehmen wir ab. So, den erstmal an die Seite. Den auch an die Seite. Die Lampe drehen wir erstmal raus. So, hier ist das alte Display. Das ist mit einem PET-Kabel. Das ziehen wir ab. So, jetzt zeige ich euch erstmal den Unterschied. Das ist das Original und das ist das neue Ersatzteil. Ganz klar zu erkennen, hier ist ein dünnes PET-Kabel verbaut. Es wird hier gebondet. Es wird praktisch also eine Heat-Seal-Verbindung nur mit Klebe und Druck wird's festgemacht. Wir haben hier die verbesserte Geschichte, also ist komplett neu entwickelt, neues Kabel, Polyimid-Kabel, wesentlich stabiler, nicht hier so ein dünnes Fitzelkabel hier, sondern wirklich richtig was Stabiles. Das Kabel hat Goldkontakte und wir haben einen ZIF-Stecker, wo das Kabel reingesteckt wird. Das heißt, es wird keine Klebeverbindung mehr hier benutzt, sondern wirklich eine richtige Lötverbindung. Der Stecker bleibt dann immer drauf. Falls das Kabel nochmal irgendwann kaputt geht, kann man es einfach öffnen, Display rausnehmen, neues Display nur noch einsetzen, ohne Löten dann. Ganz easy. So, ZIF-Stecker zeige ich euch auch einmal kurz, wie der geöffnet wird. So, der hat hier kleine überstehende Nasen. Einfach nur leicht öffnen, ein bisschen gegendrücken, dass es rauskommt. So, Stecker ist auf. Jetzt kann man einfach das Kabel rausziehen. Hier sehen wir nochmal die Goldkontakte. Und dieser Stecker wird aufgelötet. Ich lasse ihn immer dran. Ist dann ein bisschen einfacher zum Handeln beim Einlöten und man hat nicht so ein kleines Fitzelteil in der Hand. So. Gut, also das alte Kabel mit Display kommt in die Tonne und unsere neuen schönen Displays benutzen wir jetzt.
So, Ersatzteilnummer. Könnt ihr natürlich bei uns bestellen im Shop. Das ist die Artikelnummer PX11041. Jetzt nehme ich ein Wattestäbchen, ein bisschen Aceton zum Reinigen. Dann machen wir die Fläche hier einmal sauber. So, und hier soll es ja aufgelötet werden. Kann man hier sehen, so kommen die Kontakte dann da genau drauf. So. Jetzt ein bisschen Lötfett. Die Absaugung muss hier auch noch ein bisschen mit hin. So, ich verzinne die Kontaktflächen jetzt etwas vor. Noch ein bisschen Lötzinn drauf und dann guckt es euch an. So, ein bisschen verzinnt. Jetzt setze ich es hier drauf. Gucke ich mal mit der Lupe. So, ich halte das mal so fest, dass ihr es besser sehen könnt. So, dann drücke ich so leicht mit dem Lötkolben hier auf die Kontaktpins, dass sie sich hier schon mal verbinden. Kommt noch hoch, wie man sieht. Ist also noch nicht richtig verbunden, deswegen mache ich es noch ein bisschen mehr. Ich verlöte aber gleich jeden einzelnen Pin nochmal extra. Das ist nur, dass wir es erstmal ein bisschen fest bekommen. Mehr. So, jetzt ist es schon mal vorgeheftet. Jetzt kommt noch ein bisschen Lötfett dran. Mach die Absaugung noch mal an. So, ich gehe nochmal auf jeden Kontakt einmal drauf, presse nochmal leicht an. Wenn man will, kann man jetzt nochmal die Kontakte leicht berühren und ein bisschen gegendrücken mit der Pinzette. So, sehen wir da, ist noch einer ein bisschen nicht ganz fest. So, hier kann man noch mal gucken, ob man irgendwo eine Brücke drin hat. Habt ihr gesehen, ich hatte ja gerade kurz eine Brücke eingelötet, geht aber relativ schnell wieder raus. Die Kontakte sind weit auseinander. Kein Problem. So. Ein bisschen reinigen, die Kontaktstellen. Okay.
So, jetzt haben wir eine Schutzfolie drauf. Das ist eigentlich immer drauf bei allen Displays von uns. Die ziehen wir mal ab. So, hier ist auch eine drauf. So, man sieht schon, das ist eine ganz andere Verbindung hier, viel stabiler. Und wie gesagt, falls das auch nochmal kaputt geht, über die Jahre kann man es einfach hier nur noch öffnen. Zack, Display raus, neues reinstecken, fertig. So, jetzt kommt die fummelige Arbeit. Dieses Teil muss wieder drauf. Hier ist ein Loch. Da muss dieser Stift hier rein. Dann setzen wir das hier drauf. Das Display legen wir hier drüber. So muss es ja. So, und jetzt muss es da genau reinpassen. Ohne, dass der Stift hier das Loch verlässt. So, das ist immer das Fummelige an der Sache. Das Gehäuse so drüber, so, dann halte ich mit dem Finger gleich oben drauf. Guck hier unten nochmal, da ist schon raus. So, jetzt ist der Pin wieder drin. Und ich habe hier oben mit dem Zeigefinger ein bisschen Druck auf dem Display, dass sich da nichts mehr verrutscht. So, jetzt nehme ich beide. Drücke von hier, halte das hier alles stramm. So. Hier sieht man den Stift, der ist auch drin. Die Platine hier ein bisschen reindrücken. So, gut. Knöpfe funktionieren alle. Okay, dann schrauben wir es schon mal ein bisschen zu. Erstmal nur mit zwei Schrauben und dann probieren wir es mal aus, ob es auch funktioniert hat. So, jetzt kommt die Lampe hier wieder rein. Stecker, so sieht er aus, kommt hier drauf. Braucht man nicht draufsetzen erstmal. So, Power on. So, dann gucken wir, ob wir das sehen. So, da sehen wir schon mal, es geht zu Anfang immer erst so, also es wird recht hell. Das zeigt uns nur diesen Balken an und die Ziffern. So, und jetzt wird es etwas dunkler. Ich glaube, ich muss es mal eben putzen, damit man es besser sieht. So, jetzt sieht man es. So, wenn ich jetzt hier die Temperatur verstelle, man sieht, wie die Ziffern sich ändern. Hier kann ich jetzt die Stärke vom Gebläse einstellen. Jetzt sehen wir auch, dass jeder Balken vorhanden ist. Und die Sondersymbole hier erscheinen dann hier, da, Scheibenheizung. So, alles wieder vorhanden. Gut, das war's. Also, Display ist drin. Test hat überzeugt. Jetzt kommen die letzten Schrauben rein. Jetzt
jetzt den Deckel wieder drauf. Schraubt die Seiten zu. So, und als letztes die beiden oder die vier Schrauben hier für das weiße Gehäuse, wo das Display drauf sitzt. Okay, noch einmal ein Abschlusstest. So wie immer, erst wird's hell. Zeigt nur die Ziffern hier an, 03, 04 und etwas von diesen Gebläsebalken. So, wenn es dunkler wird, dann kann man schalten. So, Gebläsesteuerung. Symbole alle da. Perfekt. Gut. Das war die Reparatur vom Saab. Klimabedienteil, wie immer, wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like, abonniert uns. Wir bringen immer neue Reparaturen bei uns auf dem Kanal und die Teile könnt ihr bei uns wie immer im Online-Shop bestellen, pixelfehler-hh. Viel Spaß und Erfolg beim selber machen. Bis dahin, Dirk von Pixelfehler Hamburg. Ciao.